Hallo, im folgenden Video geht es um die harte oder weiche Dekodierung, also um den ersten Schritt der Birkenbill-Methode zum Sprachenlernen. Soll man denn jetzt hart oder weich dekodieren? Das ist hier die Frage. Falls ihr die Birkenbill-Methode zum Sprachenlernen noch nicht kennt, ich verlinke oben gerade zu einem anderen Video, da könnt ihr die vier Schritte der Birkenbill-Methode euch mal anschauen. Der erste Schritt, das Dekodieren, das ist das wortwörtliche Übersetzen. Und da stellt sich für viele anscheinend die Frage, ja, wie soll ich jetzt dekodieren, hart oder weich? Zuerst mal, was heißt denn überhaupt hart oder weich dekodiert? Als Frau Birkenbill dieses Büchlein Fremdsprachenlernen für Schüler herausgebracht hatte, da war bei mir gerade auch so die Phase, in der ich die ersten Texte für meine Schüler in der Primarschule nach Birkenbill aufbereitet habe. Wir haben also Texte aus dem Schulbuch, die auch auf der Hör-CD zu finden sind oder heute online zur Verfügung stehen, die haben wir eben dekodiert, damit wir eine wortwörtliche Übersetzung für die Lernenden haben. Und wie gesagt, damals ist dieses Büchlein erschienen. In diesem Büchlein hat Vera eben Beispiele gebracht für harte Dekodierungen. Da ist zum Beispiel A woman walked up to a small man, dekodiert mit Ein Frau ging auf zu ein Klein Mann. Weich dekodiert wäre das, eine Frau ging auf zu einem kleinen Mann. Also ihr seht schon den Unterschied. Und naja, also hart weich dekodiert. Der Grund dafür für Frau Birkenbill war, sie schreibt hier, wenn wir genau hinschauen, dann entdecken wir, dass unser Beispiel noch zu verbessern ist, also die weiche Dekodierung, denn das Englische hat so gut wie alle Endungen verloren. Demzufolge steht dort genau genommen nicht eine Frau, sondern eine Frau. Ebenso steht dort nicht zu einem Kleinen, sondern ein Kleinmann, also natürlich bezogen auf das Englische. Das war also damals da drin, das war so ihre Erkenntnis und sie hat dann gesagt, okay, und jetzt wird ganz klar hart dekodiert. Und wir haben das auch so übernommen, uns hat das ja auch eingeleuchtet. Und wir haben dann diese ersten Texte für die Schule eben aufbereitet. Und es war natürlich dann auch so, das war ja doch auch noch so die Anfangszeit, in der eben Lehrpersonen auf die Birkenbill-Methode auch aufmerksam wurden und auch Material haben wollten, bei uns auch schon Seminare dazu besucht hatten. Und ja, bei uns war dann aber die Erkenntnis eben, dass die Abwehrhaltung der Methode gegenüber stieg, wenn da eine harte Dekodierung war. Also es ist ja sowieso so, dass immer wieder dieser Einwand kommt, ja, was soll diese Methode, diese Dekodierung, diese wortwörtliche Übersetzung, das ist ja quasi schrecklich, da lernen die Schüler ja schlechtes Deutsch. Ich erwidere dann immer, ja, wenn sie Deutsch lernen wollen, müssten wir woanders ansetzen. Wir lernen ja die Fremdsprache, also zum Beispiel Englisch oder Französisch oder eine andere Fremdsprache. Und wir wollen den Einblick in die fremde Sprache haben, in die Methode. Aber das hält sich halt trotzdem ziemlich hartnäckig, also diese Abwehr dieser wortwörtlichen Übersetzung gegenüber. Und wir haben dann einfach gemerkt, das wird noch stärker, wenn man so ganz hart dekodiert. Wir haben dann diese ersten Texte alle wieder umgewandelt auf weich dekodiert. Übrigens sind ja auch die Birkenbill-Kurse für Erwachsene. Da ist im Englischkurs auch weich dekodiert. Das ist eigentlich einzig hier drin hart dekodiert worden, weil sie halt da quasi diese Erkenntnis hatte, dass diese Endungen im Englischen nicht mehr existieren. Naja, auf alle Fälle haben wir es wieder abgeändert und Frau Birkenbill wusste das auch. Also ich habe das mit Vera natürlich besprochen. Sie wusste also, was die Gründe dazu waren, dass wir eben wieder weich dekodiert haben. Und
Was anderes aber noch nicht, dass man jetzt denkt, ja, da ist weich dekodiert, heißt aber halt möglichst nahe der deutschen Sprache. Das ist es nicht, sondern ich schaue dann schon auch, dass eben möglichst wortwörtlich dekodiert wird. Und das ist natürlich bei jeder Sprache wieder ein bisschen anders. Also mit diesem möglichst wortwörtlich meine ich, ich würde zum Beispiel im Französischen Madame mit meine Dame übersetzen und nicht einfach mit Frau. Weil das gibt ja dann den Einblick. Da ist es jetzt sehr offensichtlich, aber es gibt natürlich viele solcher Wörter, die man besser erfassen kann, besser den Einblick bekommt, wenn man da ziemlich genau, also da könnte man auch wieder sagen, es geht in Richtung harte Dekodierung. Oder beim Dekodieren aus dem Englischen wäre zum Beispiel Father-in-Law übersetzt mit Vater in Gesetz und nicht einfach Schwiegervater. Also man sieht, da bekommt man wirklich den Einblick, wenn man da relativ hart dekodiert. Wenn man also den Lernenden einen Einblick in die Fremdsprache geben will, dann bitte möglichst wortwörtlich dekodieren. Für jede Sprache ist das ein kleines bisschen anders, strukturiert auch. Ob jetzt aber ein englischer Text hart oder weich dekodiert ist, im Sinne von diesen Endungen, da spielt meines Erachtens keine so große Rolle. Wenn meine Schüler im Schulzimmer mal selber dekodieren und da würde jetzt ein Schüler, eine Schülerin hart dekodieren, dann gehe ich nicht hin und sage, hey, das ist falsch, da musst du noch ein Einen draus machen oder so. Also dann lasse ich das so stehen, weil das ist okay so. Wenn ihr noch mehr von meinen Erfahrungen profitieren wollt, es gibt ja noch ein Buch von mir, das heißt Gehirngerechte Sprachen lernen. Da habe ich meine langjährigen Erfahrungen mit der Birkenbiel-Methode im Schulbereich niedergeschrieben. Es ist aber auch hilfreich, wenn ihr Selbstlerner seid, also selber eine Sprache für euch lernen wollt. Da gibt es viele Tipps und Tricks zum gehirngerechten Sprachenlernen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.